Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem äußerst besonderen Video. Ihr habt es am Titel gesehen, ihr habt den Trailer gesehen und endlich ist es soweit. Maxim X Rival Loves Me geht in die zweite Runde. Wir haben viel zu besprechen, macht's euch bequem, entspannt euch, holt euch einen Drink, holt euch einen Snack. Es geht los. Es ist wirklich unglaublich, wieder dieses Video zu drehen. Auch wenn es nicht die erste Kollektion ist, die ich rausbringe, ist es für mich immer noch ein ganz besonderer Moment. Denn für mich ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, euch zu zeigen, woran wir das letzte Jahr über 14 Monate lang gearbeitet haben. Es war sogar noch ein bisschen länger, weil viele, viele Produkte, die hier mit dabei sind und die Ideen der Produkte schon viel, 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 viel früher entstanden sind. Und ich bin ganz aufgeregt und ich freue mich und ich hoffe, es geht euch gut. Und ich glaube, wir starten einfach, oder? Der Einsatz vom Rossmann-Team und dem Kamerateam und dem Social-Media-Team und allen ist, glaube ich, durch diesen Spot wirklich sehr, sehr gut rausgekommen und ich bin unglaublich stolz und ich glaube, ihr habt den Vibe der Kollektion auch schon gesehen, denn die Maxim X Rival Loves Me Galaxy Kollektion ist ganz im Zeichen von meiner Persönlichkeit und meinem, ja, so ein paar kleinen Geheimnissen, die ich euch nie über mich selbst verraten habe. In der Kollektion werden 6 Produkte da sein. Die Kollektion launcht offiziell am 7. August in allen Rossmann-Filialen. Warum dieses Video heute schon kommt, hat einen ganz besonderen Grund. Während ihr das Video seht, ist gerade der offizielle Launch oder die Launch-Veranstaltung von mir und Rossmann. Und damit ihr von mir die Produkte als erstes seht, dachte ich mir, komm, ich zeige euch die Produkte jetzt schon, damit ihr euch schon in den nächsten Tagen überlegen könnt, was gefällt euch besonders, damit ich euch die Produkte wirklich nochmal vorab gut regelmäßig zeigen kann und zeigen kann, was die Produkte können. Denn mein Anspruch für diese Kollektion war es einmal, meine Vergangenheit und meine Jugend so ein bisschen wieder aufleben zu lassen und meinen heutigen Blick auf Make-up zusammenzubringen. Und ich glaube, ihr habt es in den letzten Monaten gemerkt, dass ich mich auch total verändert habe und meine Wünsche, wie ich Content kreiere und wie ich Make-up kreiere, sich komplett geändert hat. Und alles zusammenzubringen hat mit dieser Kollektion so gut funktioniert, weil wir meine Vergangenheit und meine Zukunft zusammengebracht haben. Und ich hoffe, dass sie euch genauso gut gefällt wie mir. Während ich euch gleich die Produkte vorstelle, habe ich vorab für diesen Look auch schon mal so ein paar Schnittbilder gemacht, damit ihr schon sehen könnt, wie die Produkte performen. Ihr werdet in den nächsten Tagen aber nochmal jedes einzelne Produkt detailliert von mir und meinen Kolleginnen vorgestellt bekommen. Aber ich wollte einfach, bevor es losgeht, erstmal natürlich ein dickes, dickes Danke an euch, dass ihr mich schon so lange verfolgt und auch an das gesamte Rossmann und Rival Loves Me Team, dass wir auch diesen Schritt noch einmal gemeinsam gegangen sind, der noch mal viel, viel krasser war als die Holy Grails Kollektion. Aus der Holy Grails Kollektion sind viele, viele eurer Favoriten entstanden und ich weiß, dass auch aus dieser Kollektion einige Favoriten bei euch einziehen werden, denn mein Anspruch für diese Kollektion war es, mein tägliches Brot, High-End-Produkte in der Drogerie zu finden und da es nicht bei jedem Produkt immer ganz so gut klappt, das passende Dupe zu finden, dachte ich mir, hey, du kennst dich aus mit Make-up, du weißt, welche Produkte du im High-End-Bereich magst. Ich möchte die Qualitäten aus der High-End-Welt in die Drogerie bringen und wir haben wirklich aus fast jeder Kategorie das perfekte Produkt kreieren können, was deutlich besser performt als High-End-Make-up. Wir starten mit dem ersten Produkt, welches ich euch vorstellen möchte. Und das ist der Lipgloss. Der kommt in der Farbe Glazed Donut und hat erstmal dieses wunderschöne Packaging. Ihr habt ein schönes, schweres Kunststoff-Packaging mit dem goldenen Logo Galaxy bei Maxim und dem Rival Loves Me Logo. Und wenn ihr euch den Gloss anschaut in echt, dann in der Theke, dann werdet ihr erkennen, dass er auf den ersten Eindruck erst so ein bisschen silbrig erscheint, so ein bisschen so kleine Diamanten. Aber wenn ihr genau hinschaut, dann seht ihr verschiedene Farben an Schimmerpartikeln. Auf meinen Lippen erkennt man die einzelnen Schimmerpartikeln kaum noch und das war das Ziel. Ihr seht hier drin rosane Partikel, die eure eigene Lippenfarbe, wenn ihr kein Liquid Lipstick beispielsweise drunter tragt, betont. Ihr habt bläuliche
grünliche Partikel drin, die eure Zähne deutlich weißer erstrahlen lassen. Und ihr habt diese goldenen Schimmerpartikel, die einfach zu jedem Hautton perfekt harmonisch aussehen. Und das ist so ein harmonisierender Lipgloss mit einem ganz, ganz leckeren, bubblegummigen, fruchtig-süßen Touch, ohne dass er klebt und der dabei super, super lange hält. Ihr könnt ihn aufbauen, ihr könnt ihn auf eure Lippen geben, ihr könnt ihn auf eure Augen geben, ihr könnt ihn sogar als Face Gloss benutzen, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Aber das ist so ein Produkt, der zaubert. Der zaubert eure Lippen voluminös. Es ist kein Plumping Lip Gloss. Ich weiß, dass das viele nicht mögen. Es ist ein Glam Gloss, der die Lippen einfach ganz luxuriös erstrahlen lässt und ähnlich wie High-End-Produkte einfach diesen Extra-Touch nochmal mit drin hat, durch diese Schimmerpartikel, durch diese ultra glossy Base, die da mit drin ist, und ein ganz, ganz toller Gloss für unterwegs, für euren Schminktisch. Und wenn ihr auch die Kollektion seht, dann seht ihr, wie harmonisch das alles aussieht. Ich wollte, wenn ich Kollektion kreiere, ich möchte, dass es alles immer schön aussieht, wenn ihr das alles gemeinsam bei euch auf dem Schminktisch habt, und das ist uns hiermit wirklich sehr, sehr gut gelungen. Warum Galaxy? Galaxy hat für mich zwei verschiedene Bedeutungen. Einmal natürlich, dass das Make-up-Universum ein täglicher Teil von mir ist und ich euch so ein bisschen mit in meinen Alltag mit integrieren wollte, weil das sind Produkte, die ich jeden Tag benutzen kann, egal ob ich es aufregend mag, egal ob ich sie super natürlich mag. Selbst an Tagen, wo ich kein Make-up trage, könnt ihr diese Produkte benutzen, wenn ihr einfach nur einen kleinen Hack befolgt, den ich euch gleich zeige, mit einem ganz besonderen Spray. Ich weiß, dass das wird der Renner. Dieses Produkt wird der Gamechanger für euch, kommen wir gleich zu. Aber mein tägliches Universum und mein Interessenuniversum sollte in diese Kollektion. Und ich wollte früher immer Astronaut werden. Nicht unbedingt als Kind, sondern wirklich so mit 14 stand ich, als ich bei meiner Mama noch gewohnt habe, jede Nacht in den Sommerferien mit einem teuren, teuren Teleskop, was ich mir zusammengespart hatte, vom Taschengeld und vom Flaschen wegbringen und von Geburtstagsgeschenken. Jeden Abend stand ich im Garten und habe mir die Planeten angeschaut. Und das ist für mich heute noch eine Faszinierung, die ich immer noch habe, die ich so im Internet selten geteilt habe, weil ich immer gedacht habe, das ist was anderes. Aber ich schaue mir jeden Abend die neueste Dokumentation über den Saturn und die Ringe vom Saturn an. Und warum ist Ceres jetzt da? Und warum hat die Sonne die Eruption? Und das ist etwas, was mich total interessiert. Und vielleicht werde ich in meinem nächsten Leben Astronaut. Aber bis dahin freue ich mich über Make-up mit kleinen Planeten drauf. Das nächste Produkt ist ein Pinsel. Und ihr wisst, ich habe schon einige Pinsel rausgebracht. Aber dieser Pinsel ist eine Form, die ich so... Ich weiß es, weil wir haben ihn gemacht. Es war so schwierig, diese Form hinzukriegen und ihn in die Drogerie zu bringen. Die meisten Drogeriepinsel, die ihr habt, sind immer diese Standardpinsel. Die gibt es oft. Aber dieser Pinsel hat eine ganz besondere Form. Erstmal habt ihr hier eine, es sieht so ein bisschen aus wie so eine Haifischflosse oder so eine Fischflosse. Er ist ein bisschen nach innen zulaufend und oben und unten geht er wieder ein bisschen raus. Er ist also perfekt dafür, um Contouring-Produkte auszublenden, egal ob Puder oder Creme. Ihr habt diese große breite Seite, mit der ihr sehr, sehr gleichmäßig das Produkt abgeben könnt wieder. Ihr nehmt es auf und ihr könnt das beispielsweise hier auf dem Dekolleté gleichmäßig verteilen. Durch diese ganz besondere Form, wenn ihr von hinten raufschaut, da könnt ihr es, glaube ich, sehen, kommt ihr perfekt unter die Augen, um Setting-Puder aufzutragen. Und der wurde extra so angepasst, dass er auf Gesichter perfekt passt. Denn unsere Wangen gehen so ein bisschen nach außen und dafür geht der Pinsel so ein Stückchen nach innen. Das klingt total kompliziert. Am Ende des Tages ist es einfach nur ein krasser Pinsel für euch. Aber damit ihr merkt, wie viel Zeit wir in diese genaue, spezifische Form gesetzt haben. Der legt sich perfekt hier, da könnt ihr es sehen, perfekt an eure Wangen und blendet alle Produkte gleichmäßig aus. Selbst Foundation könnt ihr damit ausblenden. In einem wunderschönen Goldton. Ihr wisst es, ich liebe goldene Pinsel. Und ich weiß, dass das ein Produkt sein wird, was ihr so in der Drogerie noch nicht gesehen habt. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf, weil es einfach super, super schwierig war, diese perfekte Form
genauso hinzukriegen. Was wäre ein Pinsel ohne das passende Produkt? Und dafür haben wir ein Produkt, auf das ich schon lange, lange gewartet habe, was kein Highlighter ist, aber auch kein Finishing-Puder, sondern das perfekte Produkt dazwischen. Ich wollte einen Skin-Enhancer haben, der eure Haut A gleichmäßiger macht und ihr diesen perfekten Glow gibt. Ihr könnt es sehen, wie glowy mein Dekolleté aussieht. Ihr könnt sehen, wie glowy meine Base aussieht. Ihr könnt ihn als Highlighter benutzen. Ihr könnt ihn aber auch als komplettes Finishing-Puder benutzen, wenn ihr einfach diesen super, super glowy Look haben wollt. Auch das Packaging ist super schön. Wir haben wieder hier Riva Loves Me Galaxy by Maxim und alle Planeten, Monde und Sterne mit drauf. Und die Verpackung geht ganz besonders auf. Den habe ich jetzt hier schon ein paar Mal benutzt. Ihr habt auch hier drin nochmal das Logo und dann habt ihr hier das Finishing Powder bzw. den Skin Enhancer. Ich swatche ihn euch einmal ganz kurz. Der ist super, super cremig. Er ist schon fast nass, fühlt er sich an. Aber der hat so einen ganz besonderen Touch an Farbe. Der ist so ein bisschen bronzy, nicht zu dunkel, sodass ihr ihn gut benutzen könnt. Aber vom Schimmereffekt nochmal was ganz anderes, als das ich überhaupt jemals rausgebracht habe und auch Riva Loves Me so noch nicht rausgebracht hat, weil die Schimmerpartikel einzeln nicht zu sehen sind. Ich weiß, dass viele Highlighter nicht mögen, wo man Schimmerpartikel sieht. Und deswegen dachte ich mir, okay, wir machen die Schimmerpartikel so klein, dass du sie nicht mehr sehen kannst und sie dadurch perfekt sind, um sie auf dem gesamten Gesicht zu tragen. Und das sorgt dafür, dass die Haut einfach aussieht, als wäre sie komplett nass. Ihr könnt, ich zeige es euch jetzt mal kurz an meiner Hand, ihr könnt den Pinsel nehmen und ihn dann über eure Haut geben. Und die Haut wird durch diesen Soft-Focus-Effekt einfach, das Licht reflektiert ganz anders und die Haut sieht unglaublich glatt aus. Gerade wenn ihr auch texturiertere Haut habt oder vielleicht schon das ein oder andere Fältchen habt, könnt ihr damit sehr, sehr gut arbeiten. Ich liebe den Skin Enhancer solo auf den Augen. Auch einfach aufs bewegliche Lid für diesen Glazed Donut Effekt. Die Namen, es fiel mir so schwer, die Namen perfekt für die Produkte auszuwählen, weil eigentlich hätte ich auch gerne den Highlighter Glazed Donut genannt, aber der Highlighter ist eher ein Skin Enhancer und der Lipgloss sieht aus wie ein Glazed Donut, aber im Prinzip, es passt alles zusammen. Ihr kennt mich, ihr kennt mein Make-up, ihr wisst, wie sehr ich Make-up liebe, was glowy ist, was super frisch ist, aber trotzdem diesen luxuriösen Touch hat. Und wenn die Base so frisch und feucht ist und so gesund aussieht, ist das genau mein Vibe. Der Skin Enhancer hat 9 Gramm drin, der wird euch ewig, ewig halten. Und können wir einmal ganz kurz über dieses wunderschöne Pressing des Highlighters sprechen. Ein ganz, 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 ganz tolles Produkt. Sehr weich, sehr cremig und auch hier wieder multifunktional einzusetzen. Ich glaube, wir machen, es ist so schwierig, mein allerliebstes Produkt rauszusuchen. Aber ein Produkt, was ich schon immer rausbringen wollte, war ein Fixing Spray bzw. ein Finishing Spray oder ein Setting Spray. Und guess what, Freunde? Here she is. Nach dem Riesenerfolg von unserem Primer wollte ich den Effekt des Primers nochmal in ein Fixing Spray bringen. Der Whipped Cream Primer hat dafür gesorgt, dass die Haut richtig, richtig frisch aussah, super gut mit Feuchtigkeit versorgt war und ihr diesen Glazed Donut Look wieder hattet. Ne? Also wenn ihr eine super, super trockene Haut hattet, war der Primer perfekt und der ist ja jetzt mittlerweile auch im Standardsortiment angekommen. Aber das Fixing Spray war nochmal, das war nochmal ein Zacken drauf. Denn erstmal der Sprühnebel, ich weiß nicht, ob ihr ihn sehen könnt, ist fein. 2 Sprüher reichen für euer komplettes Gesicht. Ihr habt einen sehr frischen Duft, der aber auch super schnell wieder verfliegt. Und das Finish ist ganz besonders. Entweder ihr habt eine sehr, 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 sehr trockene Haut und benutzt das nach eurem Whipped Cream Primer, um den Primer so ein bisschen in place zu halten, um die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen. Er bildet nämlich, oder das Spray bildet nämlich, wie eine Schutzschicht, die man wirklich spürt. Das Produkt legt sich auf eure Haut und fixiert das Make-up wie so eine zweite Schichtschutz. Und das über den Primer und ihr habt ein ultra, ultra glowy Finish. Und das ist so ein Produkt, ich liebe das auch einfach an Tagen, wo ich gar kein Make-up tragen möchte. Einfach, um meine Haut so ein bisschen mit Feuchtigkeit zu versorgen, um meiner Haut diesen Glazed Donut Look wiederzugeben, diesen frischen Look. Und dieses erfrischende, vitalisierende.
Oder ihr gebt euch das klassisch übers Make-up. Ein Spritzer für eine gute Fixierung, ein bis zwei Spritzer, drei Spritzer, vier Spritzer für ein Glass Skin Effekt. Den habe ich heute auch natürlich drauf gemacht. Wisst ihr, ich liebe es, wenn es richtig, richtig glowy ist. Das Spray sorgt dafür, dass euer Make-up so lange hält, weil es wirklich diese Schutzschicht auf euer Gesicht legt und den ganzen Tag da ist. Und dieses Spray war ein Traum von mir, weil ich bin durch den gesamten High-End-Bereich gegangen. Die letzten 2 Jahre. Und habe jedes Setting-Spray ausprobiert, was es auf diesem Markt gibt. Und es gab 2, 3, wo ich gesagt habe, die sind schon ziemlich, ziemlich gut. Aber dann war der Preis zu teuer, dann hat der Sprühkopf mir nicht gefallen, dann war zu wenig drin, dann hat das nicht so gut gerochen. Es gab immer etwas, was mir an einem Produkt nicht gefallen hat. Und dann bin ich zum Rival Loves Me Team gegangen und habe gesagt, Freunde, ich habe eine Idee, wir müssen ein Fixing-Spray rausbringen, was das und das hat. Und nichts anderes. Und wenn das nicht klappt, dann nehmen wir es nicht mit rein. Weil das ist so ein bisschen mein Credo auch für diese Kollektion gewesen. Und es ist ja auch nicht meine erste Kollektion, dass ich nur noch Produkte mit euch mitgeben möchte, von denen ich super überzeugt bin. Und die für mich und dann am Ende für euch auch diesen Mehrwert haben. Und das hat dieses Spray extrem geschafft. Ich liebe das Spray auch, um die Lidschatten zu fixieren, beziehungsweise um den Eye Glaze so ein bisschen zu schützen. Der Eye Glaze ist ein Produkt, was ihr schon kennt. Ich dachte aber, ich packe es euch nochmal mit rein. Das ist für meine Mäuse, die wirklich den Auftritt ihres Lebens haben wollen. Das ist ein super, super, ja, ich will nicht sagen cremig, das ist ja nicht cremig, aber ihr habt auch hier dieselben schimmernden Partikelfarben wie in dem Gloss und er legt sich super, super glatt hin. Also wenn ihr rüber geht, habt ihr keine rauen Glitzerpartikel mehr. Die sind nämlich nicht so groß, wie ihr sie vielleicht schon kennt. Ich wollte sie deutlich kleiner haben. Und ihr habt auch hier wieder dieses Goldene, dieses Bläuliche, diesen super, super wet Look. Gerade jetzt, wenn ihr vielleicht nochmal auf ein Festival geht, ist das perfekt auf den Wangen, auf dem Dekolleté, in den Haaren. Sehr, 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 sehr schön. Ich habe leider nicht die Fülle an Haaren dafür, um es euch zu demonstrieren. Aber das war so ein Must-Have. Es musste einfach noch mit rein, weil es nochmal diesen Extra-Akzent gibt. Und mir wird oft gesagt, Maxim, du bist so extra. Und ich denke mir so, eigentlich nicht. Aber wenn ich sein möchte, dann kann ich sein. Und der Eye Glaze ist genau das. Wenn ihr extra sein wollt, wenn du sagen willst, hey, heute willst du im Fokus stehen, ist der Eye Glaze genau das richtige Produkt. Unapologetic heißt der. Ein ganz, ganz leichter, sehr, sehr schöner Eye Glaze, der perfekt auf jeder Hautfarbe aussieht, perfekt auf jeder Haut funktioniert und wenn er ihn dann noch fixiert, dann hält er deutlich, deutlich länger. Aber das ist ja, es ist fast so wie so ein loser Lidschatten, der ist ganz, ganz leicht gepresst. Ich weiß, dass viele von euch sehr gespannt sein werden auf die Lidschattenpalette und dazu muss ich euch ganz viel erzählen, denn wir haben selbstverständlich auch hier nochmal eine Lidschattenpalette in die Kollektion gebracht. Was heißt schon wieder? Es gab in der ersten schon keine, aber das ist die erste Maxim X Rival Loves Me Lidschattenpalette. Und ihr kennt mich, ich liebe Lidschatten aus der Drogerie, wenn sie gut sind und wenn sie was Besonderes haben, wenn sie besondere Texturen haben. Und es ist gar nicht so einfach, wie ich es mir gedacht habe, die perfekten Lidschatten für den Alltag zu finden, aber dann auch die perfekten Farben, wenn es mal ein bisschen spektakulärer sein sollte. Deswegen hat das Ganze auch so lange gedauert mit der Kollektion, Freunde. Hier ist sie jetzt aber. Wir haben in der Palette 9 wunderschöne Farben mit drin. Und das sind ganz besondere Texturen. Das sind nicht die typischen schimmernden Lidschatten, die Schimmerlidschatten, sondern wir haben erstmal 5 perfekt aufeinander abgestimmte Matte Shades. Die unterste Reihe ist eure Everyday Matt-Reihe. Gerade der Latte-Trend. Ich bin glücklich, dass der Latte-Trend gerade rausgekommen ist, weil diese Farben perfekt für diesen Latte- und Espresso-Trend funktionieren. Ein wunderschönes, helles Braun, recht warm und das krasseste Schwarz, was ich jemals gesehen habe. Als ich das Muster für dieses Schwarz bekommen habe, meine Finger sind immer noch voll, war ich schock. Ich habe gesagt, das ist die Farbe und wir bauen die Palette um dieses Schwarz herum, weil das tiefste Schwarz ist das matteste Schwarz, das satteste Schwarz für den perfekten Liner, perfekt, um die Farben aber auch wieder abzudunkeln, ohne diesen weißlichen Anteil. Ich blende euch gleich auch hier nochmal Swatches ein, dass ihr es seht. Es ist so schwierig zu reden und zu swatchen.
die perfekten Brauntöne. Farben swatchen anders, als sie auf dem Auge performen, weil sie auf dem Auge nochmal einen ganz, ganz anderen Look haben. Wenn ihr eine Base schon drunter habt, sei es ein Concealer, eine Lidschattenbase oder eine Creme, sind die Farben fast wie nass. In der Verpackung sind es Puder-Lidschatten. Der untere ist ein bisschen weicher gepresst, damit ihr mit dem den perfekten Blend hinkriegt. Weil ich weiß, dass das ist eine Farbe, die soll immer perfekt weich gezeichnet aussehen. Deswegen ist die ein bisschen leichter gepresst. Und je dunkler ihr werdet, desto fester ist die Farbe gepresst, damit ihr nicht mehr das Problem habt, zu viel zu benutzen, aber trotzdem genau die richtige Menge Pigment bekommt. Und dafür sind diese drei Farben perfekt. Wenn wir eine Reihe höher gehen, haben wir die Lila und Flieder-Reihe. Passend perfekt zu der Kollektion. Und ihr wisst es, ich mag Farbe total gerne. Ich möchte aber nicht aussehen wie ein Clown. Und ich weiß, dass viele Mäuse in der Community Farben gerne mögen, aber sich nicht verkleidet vorkommen fühlen. Und wir haben die perfekten lila Shades und Texturen gefunden, die genau das sind. Ihr seht es, ich habe nur einen ganz zarten Hauch lila auf dem Auge. Man sieht, es ist lila. Man sieht, es ist so ein bisschen was anderes als so ein klassischer warmer Lidschatten-Look. Aber dann so, dass es nicht verkleidet ist. Und es ist, wir haben lange an den lila Tönen gesessen, weil wir überlegt haben, ah, der ist zu laut, der ist zu hell, der ist zu doll. Wir haben einmal hier einen schönen, hellen Fliederton, der perfekt fürs Inner Corner Highlight ist. Ein sehr, sehr zarter Ton, so ein bisschen pastellig, super, super tragbar und perfekt, um Lidschatten auszublenden. Oder wenn ihr sagt, ihr wollt nur so einen zarten, lilanen Look, den in die Lidfalte und den Topper dazu. Wir haben ein super, super sattes, dunkles Lila und das hat es wirklich in sich. Das sieht in der Verpackung ein bisschen matter aus, als es eigentlich ist. Hier könnt ihr es an meinem Finger sehr, sehr gut erkennen. Das ist so ein richtiger königsblauer Flieder-Look. Und wir haben einen ganz besonderen Schimmer-Topper. Der ist sehr, sehr fest gepresst, damit ihr nicht zu viel davon abbekommt. Der hat eine super dreidimensionale Leuchtkraft. Ich hole euch näher ran, damit ihr es seht. Ein sehr, sehr sattes Lila, aber auf den Augen gibt, ach, es ist so schwierig, den zu swatchen, gibt er euch diesen Touch an Duochrome, aber nicht so dieses Übertriebene, sondern er gibt euch nur so einen Hauch an Lila. Und ihr habt immer noch was am Finger und könnt den so, so toll aufbauen. Ihr könnt den, und das ist das Schwierige gewesen an dem Ton, ihr könnt den perfekt ausblenden. Und habt dann einen ganz, ganz einfachen, aber trotzdem sehr, sehr effektiven Look. Und wenn wir eine Reihe weitergehen, haben wir auch noch drei, ja, ich sag mal etwas klassischere Schimmer- und Toppertöne. Wir haben einmal hier einen richtig schönen hellen Ton, der perfekt als Highlighter ist. Hat einen schönen, leicht goldenen Touch, ist aber trotzdem schön silbrig. Also genau dazwischen für euch mit drin. Wir haben einen schönen roten Schimmerton, auch so ein bisschen ins Rosane geht der mit rein. Auch toll auf den Lippen. Und wir haben zu guter Letzt einen richtig klassischen, sehr, sehr erwachsenen, silbergrauen, so ein bisschen mit ein altes Metall. Super, super edel. Einfach auch so mit einem schönen schwarzen Kajal mit dazu. Das oben, die oberen drei Töne sind klassische Schimmertöne. Der lila Ton hier ist eher wie so ein Duochrome-Topper. Und wenn wir kurz darüber reden, dass diese Palette unter 5 Euro kostet und ihr 9 Farben dabei habt, das ist Wahnsinn. Und ich hoffe, ich habe kein Produkt vergessen, aber ihr habt jetzt einmal den kompletten Überblick über die Produkte bekommen. Ich hoffe, ich habe keine Informationen zu den Produkten vergessen und ich hoffe, ihr werdet die Produkte genauso lieben wie ich. Die Produkte werden offiziell zum 7.8. in der Drogerie einziehen. Ihr kennt das, deswegen haben wir das Video auch schon ein bisschen vorgezogen, damit wirklich alle fairerweise die Chance haben, die Produkte ab heute, ab jetzt, wenn ich es kommuniziert habe, dann auch zu bekommen. Offiziell ist der Verkaufsstart ab dem 7. August. Ihr wisst es, manchmal sind die Produkte vorher schon da, manchmal wieder ein bisschen später. Aber so konnte ich euch die Produkte und die Geschichte vor allen Dingen auch zu den Produkten zeigen, weil man manchmal, wenn man die Produkte vielleicht von mir sieht, denkt so, hä, was ist das denn und wie funktioniert das? Aber wenn du weißt, wie meine Intention dahinter war,
was ich dir mit auf den Weg geben will oder euch mit auf den Weg geben wollte mit den Produkten und die Inspiration dahinter, dann glaube ich, sieht man die Produkte nochmal ganz anders. Ich bin sehr, 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 sehr glücklich, dass wir das Ganze geschafft haben. Ihr werdet in den nächsten Tagen nochmal sehr, sehr viele Looks mit der Palette kriegen, weil es natürlich super schwierig ist, in so ein Launch-Video 10 verschiedene Looks mit reinzubringen. Aber glaubt mir, ihr seid versorgt mit tollen Ideen, mit tollen Inspirationen. Wir haben uns ganz, ganz tolle Sachen für euch ausgedacht. Und ich bin sehr, 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 sehr glücklich. An dieser Stelle nochmal ein riesengroßes Danke an das Rossmann-Team, an das Rival Loves Me-Team und an das Marketing-Team von Styleheads, dass wir diese Kollektion so, so toll geschafft haben. Und an das Kamerateam von Pellegrim Studios für diesen unglaublich ikonischen Trailer. Ihr süßen Mäuse, vielen, vielen, vielen Dank für eure Liebe. Vielen Dank für euren Support. Ich freue mich auf die nächsten Wochen der Galaxy X Maxim X Rival Loves Me-Kollektion. Passt auf euch auf. Genießt den Abend, schaut bei uns in den Stories vorbei. Heute Abend ist das Launch-Event und wir nehmen euch den ganzen Tag über mit. Nicht nur ich, sondern gefühlt alle Beauty-Creatorinnen und Creator, die ihr gerne schaut, werden da sein. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.